Nani? Bin wieder da. Das ist cool. Vor allem, weißt du, ich drücke den Aufnahmeknopf und schon, boom, bin wieder da. So, wir schließen Pirate Warriors. Okay. Okay. Hast mich direkt gefangen. Das ist mal Artwork. Bin ich ja mal gespannt jetzt, was hier auf mich zukommt mit diesem Spiel. Soll ja merkwürdig sein. Ach, da. Ich habe schon gedacht, das Spiel wäre jetzt schon direkt abgestürzt. Man, stell dir mal vor, du baust echt so eine Stadt um so einen Berg. Das ist mein... Die Idee ist cool. Alte Leute dürften da nicht wohnen, die wären am Arsch. Echt, jetzt fährt dieser scheiß Eiswagen hier wieder durch die Gegend. Okay. Es ist von Grasshopper. Okay, das... Ach du Scheiße. Fucking Grasshopper. Das kann ja wieder was werden. Erscheint, wenn das Netzwerk kommuniziert. Was? Ist das Spiel online only? Tonsprache. Nochmal Japanisch, I guess. Kann ja nur schlimm sein. Tod auf dem Skateboard. Ja. Der Tod auf dem Skateboard. Okay. Es ist draußen immer noch so mega stürmisch bei uns, ey.西暦2026年、世界で同時多発した第一核変動アースレイジにより、世界は4つに分断された。4つの大地では、支配、戦争、天災、飢餓が勃発し、人類は混乱に陥った。しかし、そんな中、世界の中心に、 一つの巨大な塔がそびえた。天に向かって伸びるその塔は、世界を見下ろすがごとく勇壮で、人々はそれが未来を暗示する礎だと信じた。そしてそれは神に一番近づける場所として、バルブの塔と呼ばれた。Okay. That weird as fuck though. Kann ich mit so einem Artstyle komplett rechnen? Weil wenn, dann hat mich das Spiel schon ziemlich gehuckt. Alter, okay. Und Leute sagen, mein Stadtbau in City Skylines wird durchgeknallt. Nettes Hütchen. Alter, sieht das stylisch aus. Das Spiel war free, by the way. Da habe ich keinen Cent für bezahlt. Ich bin in der Regel ein Dude.
Ach du Scheiße, ich soll mir so ein... Ich nehme den hier, I guess. Okay. Also teils, naja. Aber ja, ja, okay, wir bauen auch so einen gigantischen Turm unter die Welt. Okay, ist in Arbeit. Ich bin nackig und sehr aus wie Ben. Gary. Ich heiße Gary und der Tod hat mich gerade Senpai genannt. Das ist mal ein leichter Jump. Shoryukens. Hey, Tod. Okay, Tod ist nicht... Okay. Okay. Ah, so, so. Koizu mottete kudasai. Kochira, Enma-chou to iimashite, saichūyō device desu. Okay, Skatagri, alles cool. Moshi okure mashita ga, ore Onkel Tod. Senpai to wa nagai tsukiai ni narisou na yōkan ga shimasu. So, der Papa ist wieder da, wo er hingehört und packt etwas in die Monster Hunter Spardose. Vielen Dank für die 20 Euro, Big Chili. Monster Hunter Spardose, mir gefällt, wohin das läuft. Alter, der Grafikstil. Alter, wie das Spiel aussieht. Look at this shit. Die Kamera ist sehr weich, das ist schön. Oh. Und hier ist, okay. Und Maxi Gamer, danke dir fürs Hosten. Wieso nennt mich der Tod Senpai? Jetzt war ich... What the fuck? Dieses Spiel... Ey, das ist so... Das ist wieder so ein typisches Grasshopper-Game. Ikegara. Okay. Ich heiße Gary und ich benutze... Der fucking Onkel Tod redet über meinen Controller mit mir. Anleitung. Blocken aus... Was? Achso, da ist Blocken, Springen... Oh, das ist so klein, ich kann das kaum erkennen. Danke, dass du Ledle da auf dem Death Drive... Okay. Vollständig... Kamera bewegen... Karte... Linke Hand, Rechtshandangriff... Zielen... Option... Was ist hier? Interagieren. Okay. Ah, okay, blocken. Ist das mein Ausdauermieter? Ach du Scheiße. Hey, Lini. Alter, okay, das ist mal eine interessante Ausdauerleiste. Kostet es? Ja, wenn ich angreife... Das ist mal eine interessante Ausdauerleiste. Das ist cool designed.
Einfach, dass das Herz schneller schlägt. Ach du Scheiße, er hat einen Klopstock. Und einen Helm. Ausdauermanagement. Ich kann ihn dropkicken. Ich brauche nur ewig, bis ich aufstehe. Okay. Es dauert Jahre, bis du wieder aufstehst, aber ich will ihn unbedingt dropkicken. Oh, come on! Der Dropkick agiert immer viel zu spät. Crit. Oh, come on. Achso, man muss einfach ein bisschen gelaufen sein. Okay. Ich will den jetzt dropkicken. Es ist nur unmöglich, damit zu... Ich sterbe durch den Tutorial-Gegner. Ich sehe es ja kommen, weil ich ihn unbedingt dropkicken will. Did he just dodge? Das lasse ich mir... Nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Oh! Yes! 60 Zuschauer gerade, Alter. Sie sah, hey! Alter, ihr habt den Schädel weggedropkickt! Awesome! Das ist wohl ein Ballon mit Stacheldraht. Warum? Über Ausrüstung. Es gibt Ausrüstung im Spiel. Lass ein paar grundlegende klären. Oh. Ausrüstungstyp. Hoffen wir meine rechten und linken Beine händlich werden. Sowie drei Rüstungstypen. Kopf, Oberteil, Beine. Jede Ausrüstungsgegenstand eine Haltbarkeit, die jeder Verwendung abnimmt. Würde eine Haltbarkeit sein, zerbricht der Gegenstand. Also sei vorsichtig. Ein oder zwei, es gibt einige und du kannst beidehändige Waffen von jenen Teils. Eine Waffe bevorzugst, ist ganz deiner Wahl. Was? Todestaschen. Okay. Gegenstände, wenn du im Turm findest, kannst du in deiner Todestasche aufbewahren und mit dir rumtragen. Über Waffen schnell wechseln. Drei wechseln sind richtige Richtungstasten zwischen Waffen hin und her. Und dann ist da Captain America. Ah, ich kann so da durchscrollen. Okay. Oh, ich hab's mit der Schulter. Okay, gut. Noch ein Stacheldrahtballon. Rasereien. Du kannst Rasereien anwenden. Stärke, normale Angriffe. Wenn diese richtig einsetzt, kannst du im Kampf seinen Vorteil. Rasereimaß. Jedes Mal, wenn du einen Feind Schaden zufügst, brauchst du eine Wut und 40 Wutleiste. Mit drei Raserei aktivieren. Eine Rasereiwaffe zu verfallen. Wie viel verbrauchst, kommt auf die Waffe, die du hältst. Und schon wieder Captain America, nur diesmal als Hund. This game is weird and I love it. Was hat der denn? Get dunked on! Die hat eine Nagelpistole! Au! Oh fuck. Das ist... This will be deadly. Komm her, du Durchgeknallte jetzt! What?
Ich sehe es kommen. Das wird mich töten. Ja. Oh, ich kann nicht seinen Mega-Hammer nehmen. Aber mein Hammer ist jetzt schon am Zerbrechen. Ja, jetzt Abwehr-Arms. Okay. Ja, ich sehe richtig gut aus. Ich bin nur schon fast tot, weil ich rumspiele. Spiel schon fancy. Merkwürdig, aber... aber fancy. Pilze essen. Wird verschiedene Pilze im Spiel finden. Sie haben verschiedene viele Zwecke, aber erkläre meine Ernährung. Wachsende Pilze essen. Wenn du einen Pilz hast, kannst du ihn schnell essen, indem du essen eine Anwesung angezeigt wird. Pilze in deiner Tasche essen. Ja, okay. Pilzeffekte. Nicht deine Pilzspieler gut. Manche Pilze sind giftig und können tödlich sein, also sei vorsichtig. Ach, das klingt ja nach Fun. Ah. Schieb's dir rein. Random Yoga. Super, das heißt, es können hier auch. Ups. Okay. Oh. Glitter, okay. Pilze werfen. Okay. Pilze werfen. Noch mehr Tutorial. Was denn jetzt? Rattenscharf. Feind Groggy. Jetzt kannst du eine rattenscharfe Attacke verpassen. Sind echt cool, brutal, dass du vielleicht weggucken möchtest. Ein Feind, glaube ich mal, wenn ein Feind unterbrochen einschlägt, kannst du ihn groggy machen. Ich mach ihn groggy! Wenn du auf dem Feind groggy ist, zuerst Dreieck. Aha. Okay. Sonst, wofür wolltest du noch? Okay. Mein Hammer ist nur schon fast kaputt. Alter! Scheiße, tut der weh. Legendär! Alter. Der Backbreaker! Kakui! Ist ein Big Chili.
bin doch fast tot. Free-to-play-Player versus Pay-to-win-Player, ne? Danke, Onkel Tod. Habe ich es nicht geändert? Warte mal. Das Game. Let it die. Let it die. Gevatter Tod sagt einfach, ja geil, das finde ich toll, was du da gemacht hast. Du hast ihm einfach fucking das Rückgrat wie eine Brezel verknotet. Ei, caramba, dieses Spiel, ne? This game. This fucking game. マザーバルブのご利用ありがとうございます。このガイダンスではバルブの塔の様々な魅力について説明させていただきます。バルブの塔は総面積 5.97 平方キロメートルのサウス東京島に立つ塔です。その起源は2026年に起きた世界同時多発大地殻変動アースレイジで高さは514メートル。高層ビルのおよそ130階に相当し、今もなお高さを増し続けておりますが、地殻変動。Wieso ich das Gefühl, dass ich gerade irgendwelcher Propaganda ausgesetzt bin? 頂上まで険しい道が続きますが、無事登り切るとご利益があるという伝説があり、塔に訪れる人々の多くは頂上を目指します。しかしながら過酷な条件が重なることから。抗うことのできない力の犠牲となる方も多く、そんな人生の悲哀を垣間見ることができるのもこの塔の特徴です。お客様におかれましては、バルブの塔にぜひ登っていただき、この塔ならではの様々な魅力に触れ、お楽しみいただければと思います。OK。あ、起きました？先輩寝ちゃうから、もう電源送っちゃいましたよ。え？何の電源かって？デスドライブ 12% ですよ。さっきやってたじゃないですか。やばかったでしょ。もう最高なんすからこれ。あ、かっこいいっすよね。レッドイットダイ。これプレイしとけば問題ないですから。あ。もうやることは単純明快です。バルブの塔のてっぺんを目指すだけ。いわゆるローグ系っていうか、ハクスラーっていうか。先輩、ゲーマーじゃないですか。なら大丈夫っす。とりあえず、やりましょう。ちょっと準備しますね。準備できました。早速やりましょう。じゃあ、起動しますね。Ich spiele auf einer übergroßen Kakerlake? Death Drive. What the fuck? Gag. Was ist das alles?
Okay. Hä? Ich will denselben Dude nochmal, bitte. Nur diesmal dropkick ich weniger. Das ist, glaube ich, echt eine interessante Reform von Sword Art Online. Hat er nicht gesagt. Achso, das war jetzt eben nur Tutorial. Jetzt bin ich quasi... Ja. Tutorial done. Get shit together. Ey, die Ausdauerleiste, mit diesem, dass das einfach der Herzschlag ist. Super stylisch. Hm? Warteraum. Zentrum des Abenteuers, Warteraum. Hier Station Fuß des Barbers. Letzte Stopp, Linie 15. Raum unter den Tower Barbs hat interessante Eigenschaften, worauf du. Worauf wartest du? Ich weiß, worauf du wartest. Spiel beenden. Wenn du aufhören willst zu spielen, wähle bitte zum Hauptmenü. Option Warteraum. Das ist ein Tod, also. Warte mal, wenn du das Spiel außerhalb des Warteraums beendest, zählt das als Tod. Das ist jetzt also basically meine Hubworld? I guess? Preisbox. Alle Beute kommen ja Box, genau. Log Boni, Schenke Captain. Ja, sammel dir mal Preis, wenn du die bekommst. Okay. Todesmetall? Dieses Game ist so weird. Lagerkiste. Lange mehr Material erhalten, als ein Spieler seine Todeskiste inklusive Ausrüstung, Pilze, Kreation. Okay. Ein Shop? Was? Shoko Fuja! Geschäftsführer, der kann einen Turm, Baupläne, Material geben, entwickelt daraus Ausrüstung. Verkaufst, wenn du die neue Ausgabe des Spielers, die du im Laden findest. Aha. Nein, Bauplan, so ein Material, bitte hast. Stärkung. Mein Vorschlag ist, dass du beenden. Okay. Da ich noch gar nichts hab, bringt es ja auch nichts, da jetzt mit dem zu schnacken. Pilze kochen. Ja, Pilze kochen weiß ich ja. Du kannst Pilze zuteilen, die mit dem Grill zum Inventar. Du kannst auch einfach ein Feuer werfen. Und die Grillen ihrer Wirkung ändern sich. Was ist immer hier mit Captain Fucking America? Und wieso ist da Pilz Club? Pilzprofi in den Laden gehört, er rettet das. Er verkauft aus Pilzprofi. Abziehbilder. Dann kann man dann Abziehbilder anstellen. Verschiedene Effekte. Es gibt wieder Würfe. Jada, jada, jada. Tauschen. Nehmen wir das Abkauen. Problem ist, das Spiel schmeißt jetzt gerade noch mit Begriffen zu, mich mit Begriffen zu, wo ich noch nicht so wirklich was mit anfangen kann. Auf jeden Fall sind hier die Toiletten. Das sind mal geräumige Toiletten. Also Platz ist hier. Man hat einfach die Wand eingerissen. Okay. HD-Service. Versicherung, Höllen direkt zusammengetan. Um Spieler einen besonderen Service zu bieten, du befindest dich im HD-Service im Optionsmenü, wo du dich auch anmelden kannst. Denk daran, dass du die Anmeldung die Spezialwährung Todesmetall brauchst. Aha! Todesmetall erhältst du, welche Münzen, welche beträgt. Ah, it's like... Ne,
Oh, dein limitiertes Abziehbild. Du kannst König Lift fahren. Man lifte den. Manche Münzen. Es ist also. Ne. Microtransactions. Was okay ist, wenn das Spiel wenn das Spiel an sich, ne? Ei, caramba. Kling, Stumpf, Stich, Feuer, Blitz und Giftwaffen. Auf einmal halten, das ist wichtig, den Rüstungstyp. Okay. Onkel Prima. Noch ein Onkel? Wie viele Onkel habe ich? Das ist Onkel Prima. Hey, der Box ist zufällig. Du wirst bestimmt wissen, was soll das? Boah! Ein Hammer. Geil, Hammer. Gut zu wissen, dass das ein fucking Knopf ist für, ne? Ich wollte nicht den Pilz fressen. Er schwebt einfach auf der Treppe. Zur Online-Komponente? Ach du Scheiße, er spielt auch noch eine Online-Komponente? Die haben den ersten Schritt zur Gleichberechtigung gemacht mit der Toilette. Ja, aber das ist doch nicht Gleichberechtigung. Das ist doch nie... Nee. Gleichberechtigung gibt es nur bei Frauen. Aber hat er nicht gesagt. Okay, denn. Jetzt bin ich auch Dave, das fällt mir jetzt erstmal auf. Ich bin nicht mehr Gary, jetzt bin ich Dave. Okay, springen kostet mich keine Ausdauer. Das gesamte Spiel ist relativ kompliziert. Ach, schau mal einer, guck. Mann. Dropkick myself. Oder? Oh shit, man kann nicht einfach einen Turn machen und dann. I dropkicked myself. Kämpfer einge... Was ist das denn jetzt? Ein Kämpfer, der aufgebaut stirbt, dann wird als dein Feind wiedergeboren. Okay, wenn ein Kämpfer stirbt, verwandelt sich in einen Feind. Das ist klar. Auf dem Stock, wenn du eine gefunden hast, solche Kämpfer nennt man Haters. Wow, echt jetzt? Man nennt die Haters? Wenn du einen neuen Kämpfer kontrollierst und einen Hater besiegst, wird er aufgesammelt und in der Kämpferkühltruhe aufbewahrt. Wenn du ihn in Ruhe lässt, wird er einen anderen Spieler besiegen, erhält seine Beute und der Preisbox. Oh. Alle Feinde Morgana sind Hater, sind Hasser. Ihr könnt ein Hasser werden und insgesamt einen Spieler gehört haben. Ach du Scheiße. Das ist ein interessantes Feature. An der Basis. Das kann ich also nicht hier, ne?
Okay. This game is weird. Ja, mein, das ist der Ort, ja, stimmt, da wurde ich ja von diesem einen Pay-to-Win-Assi erschossen. Die Musik hier, ey. Okay, jetzt sind wir so weit, aber was soll ich jetzt hier? Soll ich jetzt wieder zurück? Wegen Levelaufstieg oder... Ah ne, hier ist ein Ventil, ups. Ach du Scheiße. Ein Herzpilz. Pack weg. Die Musik ist auch echt foreboding. Was ist das? Ist das ein Frosch? Kreaturen. Im Spiel feinde verschiedene Kreaturen. Nicht alle friedlich. Manche werden dich angreifen, andere werden dich vergiften. Es ist wichtig, die Eigenschaften der Kreaturen zunutze zu machen, um zu überleben. Drücke R3, um Kreaturen in der Haltung näherst. Hat das Ding gerade Kero Kero gesagt? Kreaturen kochen. Pilze zu. Okay. Du komm, pack den Frosch in meine Tasche. Ups. Pack den Frosch in die Tasche und Jutis. Meisterlevel. Wenn du Feinde bestimmt, höchste 20 Submoves mit L2 benutzen kannst, wir Angriffe fertigen geboosts. Erlange FP-Ability-Punkte. Wer eine Waffe vergeben, wenn er den letzten Schlag zu geben hat. Ah. Wer zwischen Kämpfern geteilt, selbst wenn er einen niedrigen Kämpferlevel verwendet, den Attacken oder den Meisterlevel verwendet. Ahahaha. Ergo, wenn ich immer weiter Leute mit meinem Hammer schlage. Wie den fucking Weirdo hier. Oh! Ja, Hammerlevel gestiegen. Oh, hi. Oh, ich liebe diesen Dropkick. Nero, Nero. Komm her. Gero, Gero. Ups. Gero, Gero, Gero. Die haben nichts gedroppt. Verdammt. Ah, okay. Da ist die Karte. Da ist die Karte. Was ist das denn jetzt? Bionics erhalten. Ey! Ich wollte das lesen! Double Hammer! Er ist schon fast aufgebraucht. 3, 2, 1. Echt jetzt? Okay, ich konnte jetzt zwar nicht lesen, weil diese Mongo-Frau da mich weggeklatscht hat in der Zeit. Aber. Okay. Oh, du willst es. Du willst es doch. Oh ja. Steh einfach nur da. And get some. Wieso ist da. Uiuiuiui. Yikes! Wow.
Ach, natürlich gibst du mir gar nichts, du. Doch, hier. Ja. Nimm einfach erstmal mit. So, warte mal, hier hinten war doch noch was. Ein Aktenkoffer. Du hast Post. Oh, eine Armbrust. Oh ja, nimm mal mit. Ups. Was haben wir denn hier? Noch so ein durchgeknallter. Ach du Scheiße, was hat er denn? That's what you get. Oh yes. Was hast du? Noch ein Hammer. Mach mal so. Quero. Quero. Da ist er. Renn einfach fucking Frösche rum. Kann ich aber nicht benutzen. Ja gut, das Rennen auch Ausdauer kostet, kann ich mir sogar gut denken. Spezialbarett, oh ja. Das bringt zwar kaum was, aber... What? Quero? Ich wollte scheinbar Quero sagen, ne? This game ist schon... This is weird, mate. Gar nichts. Oh nein, er hat das auch. Alter. Und es staggert. Zack. Macht nicht so viel Schaden, aber es staggert. Pack mal ein. This game's weird, mate. Kann ich irgendwo meine Heil-Items mal durchklicken da oben? Das ist nämlich ein bisschen problematisch. Als nächstes wäre da sowas, was dann nicht unbedingt gut aussieht. Kabumpilz. Den sollte ich, glaube ich, nicht essen. Warte mal. Nein, nicht! Fuck. Alter, I'm so sleepy. I'm sleeping. Oh Gott, wie lange hält denn das? Scheiße, Mann. Mach doch auf. Das hat sogar funktioniert! Oh fuck, wo kommst du denn her? Oh ja, ist gut. Nein, nicht den da. Den fucking Weirdo. Alter. Fucking hell! Nein!
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, geil. Hallo? Schön durch ihn durch. Oh, fuck. Meine Güte, treff ihn doch. I'm good as dead. Rano. Ja, du Nervarsch! Alter! Treff doch! Kumpel, bist du retarded oder so? Ja, wow. Du sollst nicht auf den drauf treten! Alter, du Nervarsch! Das war einer. Ja, und ich bin tot. Alter, drei Gegner ist offenbar schon way too much. Nein, wie kommst du drauf? ダイレクトヘル瀬戸際子と申します。この島では過酷な条件のためお果てになられる方がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の瀬戸際の姓をサポートいたしますのがダイレクトヘル。それでは当方の保険プランこちらになっております。 あは。あは。 Aha. Okay. このようになっております。初回ということもございますので、なんと今回に限り無料でサービスをご体験いただけます。 Ich habe das Gefühl, dass du mir irgendwas andrehen willst, was mich irgendwie in 10 Minuten in den Arsch beißen wird. I live? Okay. I live? Ich habe auf jeden Fall jetzt so eine Rechnung mit diesen beiden Arschgeigen vor offen. So viel ist man sicher. So, ihr... Du Arschgesicht, du mit deiner blöden... That's what you get. Fucking asshole. Und deine Freundin kriegt jetzt auch auf den Sack hier. Ja, du, ne? Ausgerechnet du. Alter. Fuck off. Hä? Kann ich irgendwo sehen? Warte mal. Ach, da. Ah, I just absorbed its power. Vor allem, ich dachte, das ist ja roguelike. Und ich dachte, you know. I die, I snooze, I lose.
Nani? Die bunten Schädel sind extra Leben, wenn du von da anfangen willst, wo du gestorben bist. Ach du Scheiße. Allerdings kostet die Schädel echt Geld. Echt Geld? Ach, schau mal einer, guck. Da kommt das also her. Da kommt der ganze Scheiß. Deswegen ist das Spiel umsonst. Jetzt begreife ich. Lift. Ein- und Ausstellen. Königslift. Königsmitglieder kostenlos benutzen. Ergo, wenn du bezahlen willst, good for you. If not, fuck you. Hier aber noch mal ein bisschen. Bin hier noch nicht fertig. Ach so, warte, aber hier geht's ja schon weiter. Das ist ja wieder ein Aufzug. Ah. I guess. Mehr oder weniger fair, könnte man sagen, ja. Aber dann ist die Frage, bist du bereit, Geld dafür auszugeben? Für ein Spiel, was, ja, so ist. Ich meine, for fuck's sake, es ist, ne? What the fuck? Zeigt das Spiel jetzt echt nochmal, wo ich lang gegangen bin? Wow, okay. Ich meine, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin lieber der Typ, der bezahlt einmal für ein Spiel. Was ist jetzt ADR? Was ist es? Was ist ein ADR? Hä? Ach so. Aha. Ja, Glück habe ich ohnehin nicht. Adrenalin? Ist das Ausdauer? Aber was ist denn GSK und Krift? Ist Krift nicht dasselbe wie... Ist Ausdauer, ja, okay. Weißt du, alles erklärt dir das Spiel, nur das nicht. Adrenalin ist Ausdauer, das ist gut, das ist wichtig. Machen wir mal so. Ja, I guess. Ja, aber Kraft, was ist denn... I don't know. Merkwürdiges Tentakelmonster hat gerade irgendwas in mich geschossen. Und Onkel Tod driftet wieder rein. Ist richtig so. Moment. Heißt die Zeit, ich kann es erst dann öffnen? Um 19:38. Okay, fuck you then. Okay. Was bist du denn jetzt? Büffelbank. Okay. Eine Büffelbank. Irasshai. この売店では塔を登るために必要なグッズを直で噴射してるってわけだ。設計図と素材があれば何だって作ってやるの。その場合は報酬としてあんたのあれを少しばかり分けてもらうけどな。あのエネルギーを使ってこさえるってわけだ。よろしく。
Okay, dann. Ich habe nichts von irgendwas. Oh, Metallschläger. Naja, gut. Ich habe Post. Wo kann ich das sehen? Wo ich... Tutorial, Bilderbuch... Bilderbuch? Ah, okay. Hier, Nachrichten. Version 2... Aha. Okay. Das Game wird immer merkwürdiger. Was ist das denn jetzt? Sag gespeichert wird, wenn du aus dem Turm weiter und zurückkehrst. Warte mal in der Bank. Aha. Cool. Ich hab instant bereut, da drauf zu klicken. Ja, ich hab es instant bereut, hier drauf geklickt zu haben. I totally regret. Aber ein teurer Spaß. Nein. Wie viel? Okay, was du meinst? Was willst du denn jetzt? Ja, Mingo-Kopf, ja, mit Erfahrung, habe ich mir schon fast gedacht. Ah, hier steht das. Physische Stärke mit missionslose Waffen. Einfluss mit Feuerwaffen. Einfluss auf Verteidigung. Ach so. Ah, na schau mal, na guck, jetzt macht's doch auch Sinn. Ach du Scheiße, mich kostet das Geld, wenn ich den benutzen will. Oh, Lootboxen! Lootboxen! Lieben wir ja alle! Es ist von Grasshopper, es wundert mich irgendwo überhaupt nicht. Ach, das ist auch noch Suda 51. Lollipop Chainsaw Killer is dead. Ja, das ist... Oh ja, das ist erklärt. Das erklärt so vieles. Das macht auf einmal so viel Sinn. Hat das Spiel Achievements? Wenn ja, sind sie... hard as balls. Ach du Scheiße, es gibt auch noch mehrere Wege. Oh Gott, es gibt auch noch multiple Wege? Oh Gott, this game. This game, right? Neue Quests wurden ver- Quests? Quests? Okay. Danke, Tod-Senpai. Was ist das denn jetzt? Das denn? Das ist ein Gefühl, Item Transfer Service. Nein, Inventar, Probleme, Vergangenheit. Aha. Aha, cool, nice. Oh geil, gleich in die... Oh mein Gott, da sind sie an. Oh mein Gott! Da
Das war einer. Oh, come on, wirklich? Das wäre so cool gewesen. Das wäre so cool gewesen. Aha. 13... Wait, 13 Achievements? Das Spiel hat kein Pausenmenü. Also ich könnte jetzt genauso gut sterben, wenn ich hier bin. Und PlayStation braucht gerade wieder Ewigkeiten, um zu synchronisieren. Ja gut, gucke ich später. Ich hab grad Schiss, dass hier irgendwo gleich was um die Ecke gehopst kommt und mich umbringt. Ich höre das doch. Das, ey, ich will das jetzt mal wissen, was sind das für Achievements? Da, Let It Die. Zusätzliche Trophäe. Zerstöre 4 Machtprotze. 0,1%. Oh mein Gott, das sind solche Dinger. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Egal wer Taro ist, es haben nur 0,5% der Leute gemacht. Das sind mal ein paar Achievements. Das Spiel schenkt dir keine Achievements. Fuck. So gut, immerhin. Was ist das denn? Feuerwerkswerfer. Nehme ich gerne, das andere Ding ist leer. Nani? Die Bosse HIR haben Bloodborne-Niveau. Die haben Bloodborne-Niveau. Ach du Scheiße. Also der Feuerwerkswerfer ist ja mal... Modejanei. Du bist so ein Arsch schon wieder, echt jetzt. Alter. Oh! Das Game ist mega stylisch, aber Jesus. Ölkanister. Ich habe Post, das ist schön. Ersetzen wir mal die andere damit. Alter. Erversion und Person wie so asoziale. Ja, da haben wir schon fast gedacht. Es sind solche Achievements einfach. Worum es in dem Game geht? Keine Ahnung. Das Game ist so weird, dass... du willst diesen Turm hoch. Das hat dir gefälligst zu genügen. Das ist es, du willst diesen Turm hoch. Das hat dir zu genügen. Ich weiß ganz genau, was ich da hoch kann spielen. Ich wollte gerade sagen, verarsch mich nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich da hochkomme und wenn es das Letzte ist. Holz. Okay, Holz. Paff. Ausrüstungsbaupläne. Okay, dann. Weiter im Text. Blödes Mistvieh.
Ey, mein Typ ist aber auch kerndämlich. Du sollst da nicht drauf treten. Meine Güte. Ich hab das Spiel doch, ich weiß, wovon ich rede. Ja, gut. Ich bin jetzt schon voll. Ja gut, schmeiß das hier weg. Ach du Scheiße. Kann ich Sachen nicht zusammendrücken? Warte mal. So groß ist die Tasche nur, Alter. Sortieren? Nee, kann ich nicht. Bauplan mitnehmen. Hey, Saigan. Eisenschrott auch noch. Wird ja mal besser. Und weiter geht's. Okay. Dieses Spiel ist echt eine merkwürdige Art. Tamata. Was ist das denn jetzt? Dass es dir zeigt, wo du längst gelaufen bist, ey. Du hast Post. Neue Quests wurden freigeschaltet. Ich wollte das nicht essen. Ich drücke mal den falschen. Vor allem hier sind keine. Ich habe keine Quests. Effekt, tödliches Gift. Ja, schön. Lass stecken. Oh. Mein Dave ist Level 8. Beachtet mein Dave. Ah, okay. Ja, okay. Level 1, mein Arsch. Crazy noises. Das Ding ist nicht Level 1, das Ding heißt MK. Ihr habt da Level 1 gelesen. Ja, ich lasse das Ding mal in Ruhe. Das Ding hat mich. Ihr könnt mich two-hitten. Ist das Jack Shit? Ja, geil. Keine Munition mehr. Dann halt so. Shit. Nee, lass mal da. Wobei ich bezweifle, dass ich Munition finden werde. Deswegen, das Spiel scheint ja nicht gerade nachgiebig zu sein. Jetzt habe ich zwei davon. Great. So halt. Das Ding ist leer. Feuerwerkswerfer, ja.
Für Feuerwerk macht das Ding erstaunlich wenig. Hat der so ein Helmchen auf dem Kopf? In die Ecke gedrängt und zerledert. There we go. Ich höre einfach nur weird sounds. Was sind die Dinger einfach? Renn, renn, renn! Yes! Der Hammer wird stärker. Was bist du denn für... Oh, Splatty. Ja, gib mir deine Mütze. Ich will... Hallo. Ich möchte seine Mütze haben. Schmeiß mal... Ich brauch den aber gerade noch. Lass mal das hier weg. Nein. Ich will eigentlich immer in mein Menü, ne? Und die Cap. Jetzt renne ich mit Hose und Cap rum. Ich sehe aus wie ein aggressiver Hillbilly mit dem Hammer. Ja, geil. Du schon wieder. Ja, das Ding hat doch einen fucking Bohrer. Ah! Ahaha! So also. Stecken die Scheißdinger fest. Sauerei. Ach du Scheiße. Shit. Hau ich dich halt. Und ess deine Seele. Ich kann meine Fäuste auch leveln? Feuerwerkswerfer, ja, also... Schusswaffen in allen Ehren, aber... bringen ja leider gar nichts. Aber es ist gut zu wissen, dass man seine Fäuste auch aufleveln kann. Mann ey. Mad, mad, Mann ey. Ist das ein Aufzug? Das ist ein Aufzug. Fuck yeah. Fuck yeah. Hey, fuck yeah. Okay. Man muss nur gucken, dass man auch genügend Cash hat, um wieder dahin zu kommen, wo man hin will, ne? Später gibt es deutlich bessere Schuss, das habe ich mir schon fast gedacht. Es ist absolut weird. This game's absolut weird. It's totally fucked up. Vor allem, es gibt offenbar ja dann auch noch Bosse. Und die sollen ja denn, so wie ich das jetzt verstanden habe, von den Achievements richtig schwer sein. Dieses Spiel fuckt echt nicht rum.
Dat Mingo. Es geht, Del Amigo. Kann ich mir sogar leisten. Ja. Genau. Oh, schön mehr Dings noch. Alter, das Spiel ist echt. Boah. Noch ein Hammer, okay. Ach, guck mal, jetzt habe ich ja Zeug sogar tatsächlich. Ja, komm. Wie seht ihr mir? So, warte mal, habe ich denn das? Ah ja, jetzt ist das alles. Ach, aber das ganze Zeug muss ich trotzdem mit mir rumschleppen? Ei, caramba, das ist ja. This is something. This is absolutely something. Jetzt müssen wir mal gucken. Was machen wir denn jetzt? Kann man hier irgendwo auch speichern? Das Spiel speichert automatisch, ne? Weil sonst würde ich sagen, wir springen mal zu was anderem rüber. Was ist das denn jetzt? Fluchtpunkt. Mitte des Bahnraums. Hätte und das Wasser des Brunnens heute gewunden gibt. Ah! Oh, Moment, was bringt mir das? Gerade ein bisschen. Installiert. Alter unbekannt. Hobbys sind Skateboarden, Videospiele und Golf. Der Spieler Senpai als Zeichen des Respekts von Gamer zu Gamer. Aha. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt hier. Na, ich bin ja im Warteraum. Ja. This game is weird. Muss ich mir definitiv nochmal überlegen, ob ich dahin zurückgehe. Weil das Spiel ist, das ist fucked up. Fucked up, aber auch irgendwo richtig gut. Richtig gut fucked up. Die Ladezeiten sind ein bisschen, ja, sind ein bisschen da, ne? Bin ich nicht? Das war nicht, warte, was? Weil ich bin jetzt, ne? Aha. Ach so. Moment. Was heißt jetzt Spielstart? Habe ich jetzt richtig abgeschmatzt? Ladezeiten lassen aber auch, ne? Die laden ziemlich lange. Nee, okay, ich fange wieder hier an. Bin immer noch Dave. Okay. Nee, das ist beruhigend. Ich habe gerade gedacht, so, das wäre jetzt alles weg. Ay, caramba. This game though.